22. Langmaschine Mechtlin, auch er ist Nazi-Kader, hat mehrere Goldmedaillen an Schweizer Meisterschaften. In der heutigen WM ist er 30 Kilo sind. Das ist für Willi Sander Eichmuth Stiffi. Er ist im Nazi-Kader. Ich muss mir nicht vorstellen, er hat gerade die jüngste grosse Medaille an der WM geholt. Er hat ganz unzählbar viele gute Resultate international. Er ist 25 und ist 2 Rahmen. Seine Gegner ist der Eichkanov Magomed, 23, Praktikant. Er ist aufzustemmen. Auch die beiden Kontrahenten sind ähnlich. Vom Gewicht her aber niemals hinten, wo sie dürfen sein mit 130 Kilogramm. So, jetzt wissen wir, wer als Gegner wird antreten. Geschätzte Ringerspieler.
So, dann kommen wir zu der Aufstellung, zu den Kontrahenten. Also, 57 Kilometer für die Saumilion Pastor für den Mittelreis. Was? Ja, das ist ja auch.
letzten Mal. Ja, wir müssen es machen. Es ist sehr aktiv, sie sind sehr so eben. Diese Kunden müssen schon die Kopfstimmheit sein. Thank you.
Yes.
Go!
sinds die Rennsportgruppe gewesen sind, ganz herzlich willkommen in der tollen BBZ-Arena in Willisau zum Saisonhöhepunkt 2019. Das zweite Final, wir sind live drin, mit dabei. Die Veranstalter der FC Mainz gratuliere ich und danke ganz herzlich für die tolle Arena, die Sie hier für uns Fans und Bereitstellenden. Merci. Alle hier, die bereits gewesen sind, im Muri von Hochkommunist, haben es miterlebt. Über einen hochdramatischen Kampf ist die erste Auseinandersetzung hochdrückend mit 18 zu 17. Zugunsten von der Ritterstadt und Trier ausgegangen. Und wir sagen, tolles Spott von der zwei zurzeit besten Mannschaften in der Schweiz. Und wir freuen uns natürlich auf die fünf folgenden Kämpfe nach der Mathe. Ja, es ist die Gewohnheitszone in der Präsidialen Dachversorgung, würde ich gerne die Gelegenheit nutzen, um spezielle Leute zu ehren. Sie stehen nicht in der Rampenlicht. Wir haben es heute aber gesehen, wie eine richtige Arbeit, was sie machen. Und zwar geht es um die vielen unzähligen Schweizer Kinderschüler und Nachwuchstrainer, die das ganze Jahr sehr viel Zeit investieren und unseren Nachwuchs in Arena bieten. Denn ehrenamtlich arbeiten, denen sind wir zum großen Dank verpflichtet. Unsere Kinder gehen auch für ihre große Lebensschule. Sie lehren gewinnen, sie lehren mit Niederlagen umgehen. Dank all diesen ehrenamtlichen Helfern können unsere Kinder ohne jede Aufsicht sich betätigen, sie können den immer grösseren Wert im Bewegungsmangel kompensieren und dann ist nicht immer nur aufs Smartphone zurückzuführen. Und nicht zuletzt sind alle die Helfer der Höhe angekommen, dass wir in ein paar Jahren die Stressing-Säure auf der Matte sehen und alle die Stressing zu Athleten werden und die uns im tollen Rennsport verwöhnen. Euch allen, liebe Nachwuchsschüler und Kids-Trainer, euch gehört ein riesen Applaus. Ein großes Dankeschön gehört unseren Liga-Sponsoren in Städten, als wir wieder erwähnen, Winfoss unterstützt uns grosszügig. Wir sind stolz, dass wir mit Winfoss zusammenarbeiten. Winfoss ist auf dem Markt weltweit tätig mit der Ergänzungszahlung. Sehr erfolgreich tätig. Heute hat es einen ganz tollen Sportler mit dabei, wo im Anschluss an den Kampf der beste Fighter von oben wird. Ehre. Ich danke dir, dass du da bist, aber von Swiss Wrestling, Marcel Huck. Grosse Rückkommen, ebenfalls Peter Merlinau von Swiss Wrestling, der viele Ehrengäste. Wir sind heute rund 200 an der Zahl aus Sportpolitik und Wirtschaft sowie allen Medienschaffenden. Ich hoffe, ich bin mir sicher, die Leistungen von Athleten auf der Matte können euch entzücken. Es freut mich, dass wir gemeinsam ein paar tolle Stunden dürfen miteinander verbringen. Die Zuschauer, was wäre Sport, alle Zuschauer, was wäre Ringsport, alle die fantastischen Fans, die jetzt zurückkommen, die sind dermaßen wichtig für unsere Randsportarten. Ohne euch wäre das nie so interessant, wenn ihr euch das erweisen. Merci für euren grossen Engagement. Ich komme zum nächsten Rückkommen. Jetzt bestimmt alle bereits schon mehrfach erfahren. Das vergangene Jahr 2019 ist das Swiss Wrestling der erfolgreichste Sinn ever auf internationaler Ebene. Ich nehme die Gelegenheit, nehmen wir eine Schwab und die Athleten auf die Matte zu finden, obwohl wir sie schon vor Wochen frisch geehrt haben. Aber sie haben die tolle Erfolge für mich in Russland und Anerkennung und sie verdienen es neuerlich vorgestellt zu werden. Ich bitte zum Mehr auf die Matte. Der Sidi Nikur, der Reggi Fock, Andreas Fetsch, Raoul Fetsch, Thomas Fockmann, Svenna Jumbo, Thomas Fetsch, Andreas Fetsch, Andreas Fetsch,
Goldene Mann ganz rechts von meiner Seite, der Sivi Stefan Dichmuth von der FC Berlin. Der Elite-Weltmeisterschaft in Nur-Sultan in Kasachstan am 22. September. Das Partner nach seinem 25. Geburtstag Ringergeschichte geschrieben ist, der bis in Bronzemedaille vorgestossen und hat gleichzeitig Sieger für Kampf 20 von sich ergattert. Und das ist ein mega Applaus. Er hat sich im Sportpanorama vor rund 2 Wochen während rund 20 Minuten dermassen gut verkauft, dass Steffi Bocher mit dem Umdrehen die Ausgang kommt. Danke für die Herstellung. Der zweite Expo, den wir heute verfehlen dürfen, ist der Rennie Bock. Der Rennie Bock von der Ringerstadt, der Jan Leier. Leier wird sich verletzt, an der Elite-Europameisterschaft. Und der Rendi Gomor vom Mägler-Kuchen ist schon am 10. April. Holt er bitte sensationell Bronze. Bravo, Rendi! Und wir haben auch noch eine ganz junge Dame hier auf der Matte. Und zwar ist schon die dritte Dame, die für internationale Medaillen kämpft. Ist das Volumen von Frauenregion schon mehrere Medaillen? Haben Sie gehabt, wenn Sie zum Freiburger Land kommen, die Damen? Svenja hat am 17. Juni an der Kadetten-Europameisterschaft im italienischen Faenza noch im Finale nicht ganz knapp gewonnen und ist Vize-Europameister geworden. Gratuliere, Svenja! Come on.
Jahre haben wir auf der Matte kennengelernt. Er ist an 7 verschiedenen Thank you.
Thank you.
Thank you.
Fall von Freya. Und das finden Sie gerade. Thank you.
Thank you.